Hey Leute, auf unserem Kanal haben wir euch schon die verschiedensten Videos über Tiere gebracht. Heute wollen wir euch einmal die kleinsten Tiere der Welt zeigen. Viel Spaß beim Video! Beginnen wir mit dem kleinsten Wal der Welt. Die Ordnung der Wale stellt die schwersten und größten Tiere, die jemals gelebt haben. Der Blauwal erreicht eine Größe von 33 Metern und ein Gewicht von bis zu 200 Tonnen. Aber es gibt auch viel kleinere Walarten. Der kleinste Wal ist der kalifornische Schweinswal. Die Männchen werden im Durchschnitt nur 1,35 Meter groß. Der kalifornische Schweinswal lebt ausschließlich im Golf von Kalifornien und ist so gut wie ausgestorben. Schätzungsweise leben noch 10 Exemplare der kleinen Meeressäuger. Gehen wir weiter zur kleinsten Pferdeart der Welt. Das sind die kleinen Falabellas. Die größten unter ihnen erreichen ein Stockmaß von nicht einmal 90 cm. Viele bleiben aber auch deutlich kleiner. Obwohl sie trotz ihrer kleinen Größe recht kräftig sind und rund 100 Kilo wiegen, können sie natürlich nicht als Reittiere eingesetzt werden. Die Miniaturpferde treten aber in Pferdeshows auf, ziehen kleine Kutschen oder werden als Blindenpferde eingesetzt, da Falabellas zugleich handlich und intelligent sind. Nun kommen wir zur kleinsten Primatenart der Welt. Zu den Primaten gehören auch die Menschen. Diese werden meistens zwischen 1,60 Meter und 2 Meter groß. Der kleinste Primat der Welt aber, der Bärtemaus Maki, hat ausgewachsen ohne den Schwanz eine Länge von nur 9 cm und das Gewicht liegt bei den leichten Maumakis bei 24 Gramm. Unser winziger Primatenverwandter ist nachtaktiv und treibt im Kirikiri-Wald an der Küste Madagaskars sein Unwesen. Gehen wir weiter zum kleinsten Vogel der Welt. Bienenelfen sind nicht nur die kleinsten Kolibris der Welt, sondern sogar die kleinsten Vögel überhaupt. Ihre Körperlänge von Schwanz bis Schnabel beträgt bei Männchen 5,5 cm und die Weibchen 6,1 cm. Männliche Bienenelfen wiegen unter 2 Gramm. Ihren Namen haben die ausschließlich auf Kuba lebenden Vögelchen aufgrund ihrer Ernährungsweise erhalten. Die Bienenelfe schwebt mit bis zu 90 Flügelschlägen pro Sekunde vor einer Blüte und saugt mit ihrer überlangen Zunge das süße Nektar heraus. Pro Tag schaffen die winzigen, aber naschtüchtigen Bienenelfen bis zu 1500 Blüten. Weiter geht es mit dem kleinsten Säugetier der Welt. Das kleinste Säugetier der Welt ist wenig überraschend eine Maus. Wie winzig diese Maus aber ist, erstaunt dann dennoch, denn die kleinste Maus der Welt ist kleiner als 5 cm. Die ausgewachsene Etrusker-Spitzmaus ist von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel gerade mal zwischen 3,5 und 4,8 cm lang. Das Gewicht liegt bei federleichten 2,5 Gramm. Das Herz des kleinen Nagers schlägt 1500 Mal in der Minute. Er atmet pro Minute rund 900 Mal. Dank dieses erhöhten Stoffwechsels steckt das kleine, bekannte Säugetier voller Energie. Die Etrusker-Spitzmaus macht nur selten Pausen, sondern rennt den ganzen Tag mit hoher Geschwindigkeit umher. Die größten Reptilien aller Zeiten waren die gigantischen Supersaurier. Am anderen Ende der Rangleiter steht ein winziges Reptil namens Bokesia nana. Dieses mürrisch dreinblickende Mini-Chamäleon hat vom Kopf bis Po eine Größe von 13,5 mm und das ist in etwa so groß wie ein Sonnenblumenkern. Dazu kommt der Schwanz mit einer Länge von 8 mm. Bisher wurden nur zwei Individuen dieser Art in Soratha-Berg im Norden von Madagaskar gefunden. Nachts jagt Bokesia nana mit seiner Schleuderzunge Milben und Springschwänze. Tagsüber hockt es auf einem Grashalm. Auf dem vierten Platz unseres Videos landet der kleinste Fisch. Als Kandidat für den kleinsten Fisch der Welt gilt die Art Paedocryps pokinekintaka, die ausschließlich in den Tümpeln der indonesischen Torfmoorwäldern lebt. Das kleinste ausgewachsene Weibchen dieser Art hatte eine Größe von 7,9 mm. Dieser Fisch ist nahezu transparent, daher kann man seine inneren Organe, die Wirbelsäule und das winzige Gehirn von außen sehen. Das kleinste Wirbeltier der Welt ist ein 2009 entdeckter Minifrosch aus Papua-Neuguinea. Ausgewachsene Frösche dieser Art werden von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel gerade einmal 7 mm groß. Das ist ungefähr so groß wie ein 1-Cent-Stück. Diese winzigen Frösche haben gegenüber normalen Fröschen ein reduziertes Skelett mit weniger Knochen, sind aber vollständig und allein lebensfähig. Sie legen ihre Eier unter feuchten Laub, die jungen Frösche schlüpfen dann daraus bereits entwickelt, nur noch etwas kleiner. Bei diesen Fröschen gibt es also kein Kaulquappenstadium. Und zum Schluss kommen wir noch zum kleinsten Tier überhaupt. Das kleinste Tier der Welt ist selbst unter der starken Vergrößerung eines Mikroskopes überhaupt nicht mehr als solches zu erkennen. Lange Zeit war auch unsicher, ob die Myxoxoa überhaupt Tiere sind. Inzwischen bewerten die Forscher bestimmte Merkmale als sicheres Zeichen.
Diese Nesseltiere gehören also auch als Tiere. Die uns bekannteste kleinste Art bringt es ausgewachsen auf eine Größe von 0,0085 mm und ist damit das kleinste lebende Tier der Welt. Welches dieser Tiere fandet ihr besonders beeindruckend? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.